Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ich eine super leckere Pizzasuppe zubereite. Salam khwatati kintmenet kunu bikhir. Fett Video gadi nwurilkom wahed l'ashkal dial shorba bitalyan. Ihr braucht 500 Gramm Hackfleisch, 750 ml passierte Tomaten, 3 Viertel Liter Gemüsebrühe, 1 Becher Sahne, 500 Gramm Champignons, 2 Paprikaschoten, 2 große Zwiebeln, ca. 300 Gramm Mais, ein Päckchen Sahneschmelzkäse, Olivenöl zum Anbraten. Außerdem nehme ich noch zum Verzieren Parmesan und Petersilie. Radität der Juchum 100 Gramm Dial Kifter, 750 ml Dial Tomatisch, 200 ml Kishta Triya, 1 Dama Dial Khodra, 750 ml Dial Mehr, 500 Gramm Dial Champignon, Juschel Fünflet, Juschel Bislat Kbar, 300 Gramm Dial Dra, Schuhe Sitz Zitun, Radität der Juschuhe Kusber und Fromage Dial Parmesan. An Gewürzen habe ich 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Paprikapulver und 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer. غادي تحتاج جوج المغارق صغار ديال الملح ديال الزعتر، واحد المغرقه صغيره ديال غبره ديال الثوم ديال البابريكا والبزار الاسود. Ich fange jetzt an, die Zwiebel in Würfel zu schneiden. غادي نبدا بالبصله وغادي نقطعها صغيره. Anschließend gebe ich etwas Olivenöl in eine Pfanne und dort werden dann die Zwiebeln und das Hackfleisch angebraten. Während die Pfanne auf dem Herd steht, können wir schon mit den Paprikaschoten und den Champignons weitermachen. Die Paprikaschoten werden in Würfel geschnitten und die Champignons werde ich in Scheiben schneiden. Dann kommt der Fünfle und Champignons. Ich habe jetzt den Inhalt der Pfanne in einen großen Topf umgefüllt. Die jetzt roten kommen Paprikaschoten, nämlich Champignons und der Mais dazu. Dann die Hirtel Buslau und Kifter Druck Fuert Tajin Kbir. Bechi Kun en el Blas, Hedra den Dachlu Druck Tajin Champignon, Ilfilfle Hamra, Udra. Jetzt gebe ich die 750 ml Gemüsebrühe und die passierten Tomaten dazu. Drücke den Deckel mit mehr auch um 10 ml Dial mehr, als damals Dial Khodra. Und Tomatisch. Dazu gebe ich jetzt noch Sahne. Rade den Deckel Kishta Triya. Und der Schmelzkäse kommt jetzt auch direkt mit dazu.
Und gar ein bisschen viel Fromage. Ich gebe jetzt meine Gewürze mit zu der Suppe. Das Ganze verrühre ich dann und lasse das Ganze noch ein paar Minuten köcheln. Radin khel tawabil u radin khel shorba. Radin khelliha jouch minut tib u radin tkun wajda. Meine Suppe ist jetzt fertig. Hier ist noch mal ein kleiner Serviervorschlag für euch. Ich gebe da jetzt etwas Petersilie drüber und dann obendrauf auch noch etwas Parmesan. Das wär's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Kommentar, Like und ein Abo da lässt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Shurba djalira hawajda. Rani dirt fuq alihal matnus. Rani dirat l-formaj djal parmesan. Kint minna l-video djali a'jubikum. Tsharku معايا fil-qanat. حتى المرة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.